Justizminister Wolfgang Brandstätter bescheinigt der österreichischen Justiz eine mangelhafte Auseinandersetzung in der Vergangenheit mit ihrer Rolle im Nationalsozialismus. War neulich im Standard über eine Veranstaltung im Bezirksgericht Meidling zu lesen. Und so wie es aussieht, könnte das mit der mangelhaften Auseinandersetzung keineswegs Vergangenheit sein. So wurde das Verfahren wegen eines Artikels in der Aula eingestellt. Im Artikel wurden Insassen des KZ Mauthausen als Massenmörder und Landplage bezeichnet. Die Einstellung basiert auf zumindest hinterfragenswerten Argumenten und hat jetzt dem Justizminister eine parlamentarische Anfrage der Grünen beschert. Eine berührende Gedenkfeier im Mai des Vorjahres, der 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen. Im Jahr danach sorgt die Geschichte Mauthausens noch immer für Aufregung. Diese Einstellungsbegründung ist ein Skandal. Aber der Reihe nach. Wieder einmal geht es um einen Artikel im freiheitlichen Monatsmagazin Die Aula. Und wieder einmal zieht ein einschlägig bekannter Autor gegen die, wie er sie nennt, KZ-Fetischisten zu Felde. Er bezeichnet die in Mauthausen befreiten Häftlinge als Massenmörder, spricht von einer KZ-Teska, einer Landplage für die Menschen draußen. Raubend und plündernd, mordend und schändend plagten die Kriminellen das unter Befreiung leidende Land. Für den Historiker und Mauthausen-Spezialisten ist das historischer Humbug. Dass es nach der Befreiung Nahrungsdiebstahl und Gewaltdelikte gegeben habe, unbestritten. Aber das ist sozusagen mehr oder weniger aus der Luft gegriffen und natürlich äußerst tendenziös. Diese Unterstellung, dass die befreiten Häftlinge sozusagen alle kriminell gewesen wären, setzt ja eigentlich die NS-Propaganda fort. Also so kann man Geschichte nicht erzählen. Die Grünen haben den Autor des Aula-Artikels nach dem NS-Verbotsgesetz angezeigt. Die Ermittlungen dazu wurden von der Staatsanwaltschaft Graz im Jänner eingestellt. Mit erstaunlichen Begründungen. Die Staatsanwaltschaft schlägt offenbar den Begriff Landplage im Duden nach und folgert dann leichthin. Es ist nachvollziehbar, dass die Freilassung mehrerer tausend Menschen aus dem Konzentrationslager Mauthausen eine Belästigung für die betroffenen Gebiete Österreichs darstellte. Und zu den unterstellten Massenverbrechen heißt es ebenso lapidar: Dies ist auch nach der allgemeinen Lebenserfahrung nachvollziehbar, dass sich unter den Inhaftierten unbestritten Rechtsbrecher befanden. Fazit: Hier gäbe es für die Staatsanwaltschaft nichts zu tun. Das hat dem Justizminister jetzt eine parlamentarische Anfrage der Grünen eingebracht. Die Einstellungsbegründung der Staatsanwaltschaft demnach untragbar. Sie übernimmt eine Diktion, die nach 1945 nur in extrem rechten Kreisen üblich war. Und das wirft kein gutes Bild auf die Justiz in der Republik Österreich. Bis Ende März kann der Justizminister an seiner Antwort arbeiten. Expertise im Haus sollte er haben, denn die Einstellungsbegründung der Grazer Staatsanwaltschaft ist, weil berichtspflichtig, vom Ministerium selbst gut geheißen worden. Einen aktuellen Kommentar gibt es zur Causa nicht. Alles in allem vermisst der Historiker ausreichendes Geschichtsbewusstsein in der Darstellung der Staatsanwaltschaft. Die man zumindest vorsichtig als naiv, aber doch auch als von wenig Kenntnis getragen bezeichnen muss. Die Justiz hat als einzige Quelle offenbar nur den Duden angegeben. Haben Sie eine Empfehlung für ein Nachschlagewerk zur österreichischen NS-Geschichte? Ja, das ist für Historiker eine schwierige Frage, aber es gibt natürlich einfach Standardwerke, die eine Einführung geben in Nationalsozialismus in Österreich. Also ein so ein Band wäre hier, also zum Beispiel schon im Jahr 2000 erschienen, NS-Herrschaft in Österreich, wo man sich einlesen kann. In Mauthausen gibt es seit 2,5 Jahren eine neue Ausstellung. Auch die ist sicherlich eine Reise wert.